Es ist Renntag in Budapest und wir machen uns bereit für eine weitere Ladung Formel-1-Action. Es wird sehr wahrscheinlich nicht viele Fahrer geben, die hier ausscheiden, denn die Strecke ist bekannt dafür, dass extrem viele Fahrer eine extrem gute Ankunftsquote haben. Ralf Schumacher zum Beispiel hat es bei all seinen 10 großen Preisen von Ungarn auch ins Ziel geschafft. Also geht es heute darum, 14 Kurven und einen 4,35 Kilometer langen Ungaroring zu meistern. Während jeder Runde bekommen es die Fahrer mit 6 Links- und 8 Rechtskurven zu tun. Die durchschnittliche Geschwindigkeit beträgt 193 km/h. Das heutige Rennen kommentiere ich auch jetzt wieder mit dem großartigen Stefan Römer. Reden wir einmal über McLaren. Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Nun, die Atmosphäre innerhalb des Teams scheint im Moment wirklich positiv zu sein. Alle scheinen voller Energie und Tatendrang zu sein und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Und das hat natürlich alles zu der Performance beigetragen, die wir bisher sehen konnten. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Leclerc, Vettel, Valtteri Bottas und Albon, Sainz, Perez, Richards und Daniel Ricciardo. Stroll, Kvyat, Lando Norris und Raikkonen. Gasly, Giovinazzi, Kevin Magnussen und Esteban Ocon. Grosjean, Russell, Schumacher und Nicolas Latifi. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Ja, 18 spannende Runden stehen heute an aus Ungarn und damit herzlich willkommen zum Rennen zum großen Preis von Ungarn und wir wollen natürlich wieder Punkte ohne Ende holen und ja, starten wir mal rein ins Rennen Nummer 13, liebe Leute. Ja, Platz 9 ist schon ein bisschen schade, dass wir das nur Platz 9 geschafft haben. We're not seeing any technical issues coming off the practice start. Watch the RPM on the full start. We don't want to bog down. Ich hoffe, da hat man ein bisschen gehofft, dass wir vielleicht sogar die ein, zwei Plätze vorne starten können. Aber es hat zu Perez haben nochmal bessere Zeiten als unsere Zeit hingelegt. Und dementsprechend. Boah, das ist ein scheiß Crash, der, ne? So, ich hoffe, wie gesagt, dass wir hier ohne Probleme mal durchkommen. Ich bin ein bisschen Glück, dass wir hier in die Stadt kommen. Also ich hoffe, irgendwo Platz 7, Platz 6, das ist so mein Ziel. Wer wird, was natürlich weiter vorne ist, ist klar. 18 Runden stehen, wie gesagt, an. Ich versuche gerade mal schon mal ein bisschen Druck zu machen, da es auch eine Einführungsrunde ist. Und der Ricciardo dahinter ist voll. Ja, müssen wir mal gucken, wie der Start läuft. Halt. So, Rennen Nummer 13, wie gesagt, geht los. Danach haben wir nur noch 8 Rennen oder 9 Rennen. 9 sind danach noch, also das ist das 10. Rennen dieser Saison. Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid has formed. Be ready with the clutch. Vorne steht Verstappen, dann Hamilton. Dann Leclerc, Vettel. Boah, das ist Albon Sainz und echt von uns. Shit. Perez. So, der Start ist schon mal gut gelaufen. Die beiden, die ich ja mir fast gesucht habe zu kassieren, habe ich na, fast eigentlich. Ja, da hat er schön weggedrückt, der Bottas. Aber mein Ziel ist es erreicht bekommen. Ich habe mich Bottas nicht mal durchbekommen. Und Albon hat auch Plätze verloren. Dann hat er einen. Ja, dann ist das der Perez, der davor fährt vor Bottas.
Dann hat der Perez sich den Bottas geknackt. Ja, Albon hat, wie gesagt, mehrere Plätze verloren. Der ist davon. Hatte mich jetzt auch den gegen Norris verloren. Also ich habe zumindest meine zwei Plätze gewonnen, die ich eigentlich gerne wollte. Also ich habe mir Sainz geholt und ich habe mir versucht, den Perez noch zu knacken. Aber ich kam nicht vorbei, weil Bottas mich ein bisschen rausgedrückt hat. So, besser Verstappen. Und da hinten hat scheinbar ein bisschen sich eine Berührung gegeben. Die sind nämlich alle schon in der Box. Also Norris vor allen Dingen. Das heißt, wir haben ein bisschen Luft da hinten zu Ricciardo, mittlerweile fast 5 Sekunden. So, lange ihr da, zwei da vorne euch ein bisschen bekämpft, soll mir das herzlich recht sein. Vielleicht habe ich eine Chance, da ein bisschen ranzukommen oder dran zu gehen. Lustig auf diesen Kopf fahren hier. Ja, so ein bisschen aufpassen mit dem Cutten. Ich gehe mal fett gemischt, damit ich ein bisschen dranbleiben kann. Ich vermute, dass der Perez jetzt gleich den nächsten kassieren wird. Mindestens ein Platz verloren wird gegen Bottas. Die Frage ist, ob ich damit mitziehen kann. Gut, durch das der ist, sollte das jetzt machbar sein. Vielleicht einen davon zu kassieren. Die zwei der ist und sind ja nach Kurve die lange Gerade zur Ziel und die nach der ersten Kurve. So, bisschen Power jetzt. Ich komme gar nicht mit. Der Perez zieht mir also weg da vorne. Und Bottas hat das DS von seinem Vordermann. Ja, Ungarn ist so eine Strecke, die schwierig zu überholen ist. Ich weiß auch damals in der FAL, im ersten Saisonrennen, habe ich ja meinen 5. Platz weggeschmissen in der Schikane. Da war ich ja 5. lange und hab's einfach nicht auf die Reihe bekommen. Ich glaube, bis Runde 32 oder 33 war ich auf dem 5. Platz und dann, ich glaube, am Ende sind es Platz 11 geworden. Hier, diese Schikane meine ich. Da bin ich ein bisschen zu weit rausgekommen und habe ich dann weggedreht, oder beziehungsweise weggehauen. Sonst wäre Platz 11, Platz 5 da haben wir schon drin gewesen, wenn wir das Saisonergebnis gewesen. Jetzt ist es momentan ein 8. Platz in Frankreich im letzten Rennen. Wobei ich auch sehr happy war. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal hier auf Ungarn, liebe Leute. Wir haben noch 14 Rundenlängen momentan hinter zwei anderen Autos. Und vor allen Dingen, ja gut, Sainz ist dran, ne? Der hat jetzt sich ein bisschen gerappelt und kriegt jetzt erstmal wieder ein bisschen Oberwasser. Der hat also nur noch eine Sekunde. Aber liegt auch daran, dass ich nicht an den Autos vorbeigekommen vorne. Weil ich klar könnte. In this lap. Er sagt Medium. So, Angriff Bottas gegen Perez.
Aber das hat jetzt noch mal ein bisschen. Hat jetzt noch mal das zweite DRS. So, dann ist er jetzt vorbei. So, ich will jetzt den Perez doch knacken. Wäre mir wichtig. Dann habe ich nämlich das. Dann wäre ich um Platz 6, das wäre okay. Ja, und das war's. Okay, box. Fuck, Mann! We're adjusting the strategy. Come in this lap. Virtual safety car, virtual safety car. Ja, fuck you, ey. Das kann doch nicht sein. Ja, zwei, drei Quersteher, ja. Jetzt bin ich wieder raus aus dem Rennen. Ach man, diese Kurve versaut mir. Verkauf versaut mir dann am Ende mein komplettes Rennen. Ja, ich will dieses Auto da vorne kriegen. Ich will zumindest den sechsten Platz haben. Ja, Bottas ist weg da vorne. Der Perez hält ein bisschen auf. Leider nicht ganz ins Fenster. Sag mir denn Zeitzeichen Druck. Jetzt muss ich das Gas wegnehmen, weil ich habe die Kurve nicht gewischt. Die Frage, wann gehen die erst in die Box? Jetzt gehen die Führenden erstmal rein. Das heißt, ich muss mitziehen auf Gelb. Puh, Glück gehabt. Da muss ich nochmal auf die Bremse gehen, damit ich nicht irgendwie noch das. Damit ich nicht noch irgendwie. Ja, ah, schade. Perez habe ich nicht ganz kassiert, der ist vor mir geblieben. Gut, dass ich das Auto da hinter mir habe. Wer ist das jetzt hinter mir? Ricciardo? Glück gehabt, dass ich den auch noch weg habe. Aber wenn der mir nochmal vorbeigehuscht wäre, Sainz mittlerweile auf Hard, also der ist ganz auf die Variante gegangen, auf die harte Variante gegangen. Ja, das war's. Das wird maximal siebter Platz werden. Also ich bin ein bisschen ausgerechnet, den Perez, der ist weg. Mann, dieser... Das kann doch nicht sein, ey. Der macht da irgendwie so einen Fehler. Muss ich mich echt verteidigen. Sonst ist dieser siebte Platz definitiv weg. Also Perez hat's genutzt. Ist weg. Das war's. Wenn dann vorne nicht einer noch alle ausschaltet. Dann ist das nur Maximum der siebte Platz und sechs Punkte. Aber gut, ist okay. Bis zum Boxenstopp war ich dran und dann haben wir es. Dann war's das.
Wobei die auch noch nicht mehr safe ist, ne? Okay, gap ahead is 1.6 seconds. So, jetzt ist mal den... Our teammate by 11.6 seconds. So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich den Kwiat abgeblockt bekomme hinter mir. Dann darf ich den nächsten an der Backe gleich kleben. Einmal darf ich rüberziehen und das habe ich auch getan. Jetzt haben wir noch 10 Runden Zeit, die Autos dazu hinter uns halten. Auch 5,4 Sekunden. Ich war dran an Perez. Ich hätte den locker packen können. Und dann mir durch den Reifenwechsel habe ich mir mein Gruppensrennen kaputt gefahren. Ja. Ich habe noch 10 Runden Zeit. Und nochmal die Hälfte. So, dann blocke ich lieber ein bisschen was weg. Ja, bekriegt euch ruhig da hinten. Ich befürchte, dass ich gerade das komplette Feld hinter mir habe. Ein bisschen dranbleiben, ein bisschen wegkommen. In dem Rest Halbzeit haben wir jetzt gleich. Wir hatten, wie gesagt, die Chance, einen Platz weiter vorne zu landen, aber nur noch 6 zu landen. Aber 7, ja gut, das ist auch noch nicht safe, aber 7 wäre jetzt zumindest das höchste der Gefühle. Das wären auch immerhin 6 wichtige WM-Punkte. Ich hoffe natürlich, dass mein Teamkollege irgendwie mal sagt, komm, ich push mal ein bisschen mit da vorne. Gap to car in front is 6.9 seconds. Ich muss mal gerade ein bisschen Luft holen. 18, also 8 Runden noch. Gut, dass es in Ungarn eigentlich sehr wenig Möglichkeiten gibt zu überholen. Ricciardo direkt an der Backe kleben. Ich muss jetzt wieder ein bisschen rausholen und Zeit. Habe ich wieder ein bisschen atmen können. Letzte Kurve kriege ich immer ein bisschen mehr Zeit rausgeholt. Ja, durch das DS kannst du viel rausholen. Dann mehr über eine halbe Sekunde mit abgenommen mit der Variante. Ich muss mich irgendwie durch dieses Rennen jetzt retten.
Da war der Ricciardo vorbei. Ich dachte, Kwiat zieht jetzt auch noch damit. Der ging direkt dahinter. Ja, ich will diesen 7. Platz haben. Diese 6 Punkte wären so wichtig. Vor allem gegen Renault. Gut, wir haben wieder 2 Punkte mehr, ne? Auf die direkte Konkurrenz. Ich glaube, Renault ist direkt hinter uns. Oder um uns rum, so irgendwie sowas. So, jetzt habe ich ein bisschen mehr Luft zum Atmen. Ich krieg's immer ein bisschen in der letzten Kurve geholt. Das letzte bisschen Sprit spare ich mir für meine letzte Runde. Ja, jetzt haben wir momentan noch 6 Runden zu fahren, also Runde 12 sind wir jetzt. The gap to the car ahead is 7.8 seconds. Ja, Perez, der hat einen guten Start gehabt, der kam auch relativ gut vorbei. Der kam relativ schnell an Albon vorbei, Albon hat es ein bisschen mit der Strategie verkackt. Das heißt, das Thema ist gegessen eigentlich. Aber es rennen sind noch 6 Runden, ne? Gut, dass man in Ungarn auch ziemlich gut mauern kann. Weil anders ist es gerade nicht drin. Ich versuche jetzt gerade wieder ein bisschen Luft rauszuholen. Ein bisschen mehr Luftwelt zu verschaffen. So, wieder ein leichter Quersteher, wo ich gerade Angst hatte. Ich dachte auch, wir haben immer ein Rennen weg. Aber jetzt haben wir es wieder ein bisschen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Luft. Ich schicke es meistens in den letzten 2 Kurven. Kriege ich es meistens richtig gut rausgeholt. 5 Runden noch, liebe Leute. 5 Ründchen noch. Runde 13 sind wir jetzt mittlerweile. Jetzt ein Ausfall und ein Safety Car wäre top. Dann hätte ich wenigstens ein bisschen Luft zu 2-3 Ründchen. Aber ich muss es irgendwie jetzt versuchen zu reiten. Dieses Rennen muss ich irgendwie versuchen nach Hause zu fahren. Diesen 7. Platz, das ist das Ziel gewesen, das wäre in Ordnung. Wobei bei Perez wäre ein bisschen mehr drin gewesen, aber da kam der Reifenwechsel und dann hat er mir richtig weggezogen. Naja, wie auch immer. Angriff, Ricciardo! Da wollte der aber. Das ist gelb. Das ist gut. Wenn der irgendwie Flügelschaden hat oder so, da wäre das gut. Dann hat er mich ein bisschen. Oh ne, der hat einen erwischt. Platz. Ah. Safety Car. The safety car is out. Keep an eye on the Delta. We need to keep it positive to avoid a penalty. Slow down. Maintain positive Delta. Das, was ich eigentlich erhofft hatte, ist tatsächlich eingetreten. The safety car is waiting for the leader. You may overtake it. Overtake the safety car. So, jetzt habe ich ein bisschen Luft, mir das Rennen einzuteilen. Albon ist raus. Einer der Wettbewerb, die eigentlich sehr stark waren dieses Wochenende. We have 5 laps of fuel remaining. Klar, ich hole mir jetzt natürlich wieder ein bisschen Sprit zurück. Um eventuell im letzten Moment zu pushen nochmal. Ich hole mir jetzt mal ein RS zurück. Ich hole mir wenn jetzt Runde 17. Ja, es könnte tatsächlich noch was werden mit einem besseren Platz als Platz. Als Platz 7. Gibt es hier doch nochmal eine verrückte Wende? Gut, in Kanada habe ich sie tatsächlich hingekriegt. In Kanada habe ich mir. War ich eigentlich chancenlos für den Sieg. Und habe es mir dann im Safety Car geholt. Wenn jetzt 2-3 Runden draußen bleibt, wäre das gut. Gut, Perez muss auch erstmal. Ja, soll mir recht sein. So, jetzt müssen wir das Safety Car einholen. Bottas ist 25 Sekunden weg. Der Perez hat auch 10,5 Sekunden Rückstand an Bottas. Also die müssen auch erstmal die Kolonne einholen. Oh, der ja. Ricciardo, ja, darf ja nicht überholen. Das ist der Vorteil. Also ich darf jetzt so lange. Wenn man den kann ich jetzt bis zum Ende draußen bleiben, ist mir egal.
Wenn wir sollen jetzt schön bis zum Ende komplett draußen bleiben. Dann hätte ich mir meinen siebten Platz geholt. Racing Point wird wahrscheinlich beide Autos in die Punkte bringen mit Platz 6 und Platz 10. Oh ja, das soll mir recht sein. Schön meinen Sprit sparen. RS sparen. Das sind immer noch 11, irgendwas Sekunden. Und ich weiß nicht, wann er das Auto fahren lässt. Das soll mir recht sein, wenn eine Runde 17, 16, 18 tatsächlich dass die Safety Car fahren lässt, dann haben wir noch eine Runde in der Zeit. Der nimmt jetzt dem Ricciardo mehrere Runden weg, die Chancen, hier irgendwas zu reißen, irgendwie anzugreifen. So, Safety Car ist jetzt, hat jetzt die Kolonne, also wir sind jetzt gleich dran an dem Rest des Feldes. Ich hatte ein bisschen mehr länger gehofft, aber gut. Wir sollten ruhig draußen bleiben. Das ist mir so recht, wenn ich ehrlich bin. Bleib hinter Perez, also ist okay. Wir sind dran an Perez. Wir hatten die Möglichkeit, das Rennen tatsächlich wieder nur ein bisschen erfolgreicher. Den Perez mir noch zu kassieren. Ich spare mir jetzt ein bisschen meinen Sprit auf. Und wir haben kein Rennen, wo es 100% geht. Wo 100% fällt, das ganze Rennen kommt bei Albon raus, deshalb. Runde 16. Na, vielleicht kriegen wir es noch hin. DRS haben wir nicht mehr. Das wird klar sein. Nachdem Wander Safety Car reingeht, haben wir kein DRS mehr. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt erstmal noch eine Runde bleibt. Dann haben wir es nämlich nicht mehr. Weil dann habe ich Ruhe. Dann habe ich nämlich. Hat er hinter mir keine Chance mehr, irgendwas zu reißen. Es geht eigentlich gerade nur ein bisschen mit dem Blick A nach vorne. Ich hoffe, dass ich vielleicht sogar die Möglichkeit habe, noch ein Auto zu kassieren. Vielleicht kriegen wir es doch noch hin. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Fahr mit der Fahrer, lass es. So, also Runde, wir haben noch zwei Runden Rennen-Action dann. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück und können ihn kassieren. Je nachdem, wo das hilft, wo Bottas dann Gas, Quatsch, Bottas Verstappen ist. Green Flag. So, ich habe jetzt wieder RS. Klar. DRS haben wir keins. Höchstens mit Beginn in der letzten Runde oder so, ne? Das wird aber wieder weg. We have two laps of fuel remaining. This is your final lap of the race. Ja, letzte Runde. Jetzt irgendwie das Auto nach Hause fahren. Dropping
Ja, Perez werde ich nicht mehr kriegen. Dafür wird er mir zu weit weg sein. Keine Chance. Da kann man nicht mehr ran. 6.7. ist es am Ende geworden. Eigentlich ist mein Ziel erreicht. Okay, pick up rubber and bring it home. Platz 7. Ich hatte ein bisschen mehr gehofft, dass ich vielleicht den Perez haben kann. Ich kam nicht in diese in die Zone, dass ich irgendwie was machen konnte. Red Bull hat heute alle Register gezogen. Ja, völlig verdient gewonnen. Stefan, sag mir, was hat Ihnen heute dabei geholfen, diesen Erfolg zu verwirklichen? Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Hier kommen die Sieger von heute. Das Team von Red Bull hat in letzter Zeit hervorragende Arbeit geleistet. Man sieht deutlich, dass sie sich gesteigert haben und sie sollten stolz und können vor allen Dingen auch stolz auf ihren heutigen Sieg sein. Ja, ein bisschen Hoffnung hatte ich auf den sechsten Rang da am Ende noch, aber naja, wieder mal zu helfen. Am Ende ist es dann immerhin noch der gute siebte Rang und sechs. Wichtige WM-Punkte. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Nicht das Ergebnis, das der Führende wollte, aber es macht die bevorstehenden Rennen sicherlich noch interessanter. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Max Verstappen schien sich heute ohne jegliche Mühe seinen Weg durch die anderen Fahrer hindurch zu bahnen. Er ist definitiv mein Fahrer des Tages. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Der Führende der Meisterschaft behält seine Position, aber der Abstand ist kleiner geworden. Gute Arbeit von Racing Point an diesem Wochenende, das einen weiteren Satz nach vorne macht. Und damit geht ein weiteres Formel-1-Wochenende zu Ende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien Sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Eine Sekunde hinter der Spitze, also da habe ich gar keine Chance gehabt, irgendwas zu machen. Aber ich war, Perez war sogar noch langsamer als ich, was die Zeiten betrifft. Ja, ich hätte dann tatsächlich ein bisschen mehr rausgeholt, wenn ich ihn noch kassieren hätte. Mal gucken. Naja, schade, ich wäre gerne Platz 6 geworden. Aber ich hatte am Start, hatte ich ja den Bottas schon noch nie mehr, der mich ein bisschen rausgedrückt hat. Sonst hätte ich die Lücke vielleicht zumachen können gegen den Perez. Ich hatte eigentlich am Start relativ gut, einen guten Start. Aber zumindest ist das geschafft, was ich wollte. Ich wollte zwei Autos überholen, das war mein Plan. Das ist am Ende dann nur Albon geworden ist und nicht Perez mehr. Naja, gut, okay. Aber zumindest jetzt haben wir den sechsten Platz ein bisschen mehr befestigt. Das war auch nicht ganz unwichtig. Schon mal auf 14 am Ende, ne? Also für gut, das ist seine Kriegsposition. Am Ende ist es für ihn der Rang 20, also naja, schade. Jetzt am fünften Platz in Großbritannien, ich gehofft, dass er vielleicht ein bisschen was rausholt. Aber wie immer sei, wir haben es geschafft, liebe Leute. Wir sind durch mit dem Rennen in Ungarn. Platz 7 ist es am Ende geworden. Ein bisschen mehr hatte ich gehofft, aber so ist es am Ende. In Ordnung. Die Top 6 waren es am Ende nicht. Die wir ergreifen konnten. Jo, das war's. Wir sind durch. Ich weiß gar nicht, was das nächste Rennen ist und dann sind wir uns egal. Wir sehen uns trotzdem wieder dann. Bis dahin.